Hätten Sie noch mittlere Schmerzmittel für mich vielleicht? Wieso? Sind Sie drogenabhängig? Nein, mir tun so, tut der Kopf noch ein bisschen weh und die Kniescheiben. Ja. Oh, wenn du meinst, das reicht. Ja, muss schon. Ja, also wissen Sie ja, was Sie tun müssen. Ja, ich war schon im Vietnamkrieg. Ja, sehr Also gut. daher. Schon die alten Vietnamesen haben die Hände hochgenommen, wenn sie Schmerzmittel haben wollten. Die wussten, wie es geht. Ah, Entschuldigung. Und der da, der gehört in die Klapse. Nehmen Sie den mit und bringen Sie den in die Klapse, Mann. Der ist nicht mehr Ja, lustig. aber echt mal. Balaballa. Nee, heute nicht. Doch, der muss in die Klapse. Doch, der muss in die Klapse, Mann. Das entscheide ich nicht, Sie. Ja, ich würde gerne mal Meine, mit Ihnen unter vier Augen reden, Sie wenn's geht. müssen den mit in die Meinen Sie mich? Klapse nehmen. Ja, wie Klapse. gesagt, sehe ich anders. Und falls Sie mich meinen, kommen Sie dann meine Heli bitte. Warten Sie mal. Ja. Warten. Nehmen Sie den mit und bringen Sie in die Klapse. Abgelehnt, Sir. Nicht so. Der Herr, Ja, bitte. wenn ich fragen darf, Ja. was würden Sie machen, wenn Sie einen Typen haben, der unbedingt in die Klapse will und psychisch nicht mal der stabilste ist? Ja, wenn er das unbedingt will und weiß, ist er schon auf dem Weg der Besserung. Da können wir nichts mehr für ihn tun. Ja, aber wie heißt es, er kann ja nicht sich selbst einweisen in die Klapse. Nee, natürlich nicht. Ist auch gut so. Ich hätte einen Ein Opfer. Vorschlag. Ja, Ich schreiben Sie vielleicht mal. erzähle ich Ihnen mal meine Geschichte und dann entscheiden Sie, was mit mir zu tun ist. Sir, ja, bevor Sie Ihre Geschichte breit und laut erzählen, muss ich Ihnen mitteilen, dass derzeit kein Arzt im Dienst ist, der Ihr Anliegen bearbeiten könnte. Deswegen, entweder versuchen Sie es auf der anderen Insel oder Sie müssen sich gedulden. Können Sie auch normal reden? Haben Sie irgendwie ein Problem mit Ihren Stimmbändern zufällig? Scheiße, natürlich könnte ich das, aber wo bleibt da der Spaß? Naja, das hört ein bisschen behindert an, Ja, als ob Sie in die Klapse wollen. gern geschehen. Ja, da war ich schon ein paar Mal. So schön ist es nicht. Ja, er will auch in die Ja, Klapse. Hilfe! abgelehnt. Ja. Der Herr, Ja, mit welchem ja, Arzt müsste man sprechen, dass der Sind Typ in Sie die Klapse kommt? behindert? Sagen Sie mir das. Namen kann ich Ihnen nicht Dienstnummer nennen, aber. plus. Ob du Ja. behindert bist, habe ich gefragt. Ich sagte das schon, ja. Also, jetzt Ah, der nochmal. gefällt mir, der Typ. Bei welchem Arzt müssen wir für Ja, den Typen ich kann Ihnen da keinen Namen nennen, vorsprechen? Sir. Keinen Namen. Wieso dürfen Sie das nicht, Mann? Sir, ich muss Sie bewahren, als wäre meine Kollegen schützen. Wollen Sie mir jetzt sagen, hier ärztliche Schweigepflicht oder was? Scheiße, ja, Sie sagen es. Also, wenn Sie ein psychiatrisches Scheiße, ja, Anliegen ich bin haben. selber ein Medic und ich weiß, dass ich nicht den Namen privat Ja. halten muss vom scheiß anderen Arzt. Und jetzt sagen Sie doch, wie dieser scheiß Arzt heißt, wo der scheiß Kollege hin Nein, muss, der das werde sowieso ich nicht, komplett am Sir. scheiß Arsch Wenn Sie ein ist. psychiatrisches Anliegen Guck haben, mal, legen der Sie sich Typ da. weg. Ey, passen Sie auf, dieser Kollege. Ja. Ja. Ist schon so psychisch am Ende. Der kann nicht Ja, mehr schlafen, faszinierend. der kann. Ja. Was haben Sie gesagt? Ich sagte faszinierend, Sir. Egal, wie lang und breit Sie mir das jetzt Tja, erzählen, ich dann kann es nicht packen Sie jetzt ihn in bearbeiten. die Klapse! Ja, kann ich nicht, Sir. Und auch keiner meiner Kollegen, die derzeit im Dienst sind. Guck mal, wenn ich Sie Ja, jetzt ich bitte, anschreiben aber würde, ich, ja. also als Dispatch, würden Sie es dann machen? Ja. Ich würde es Ihnen Schreib mal freundlich mitteilen, Dispatch. dass derzeit kein geeigneter Arzt im Dienst ist und Sie ablehnen. Wollen Sie mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Nein, ich weise Sie nur darauf hin, dass Ein derzeit Junge, kein will er geeigneter mich Arzt im Dienst verarschen? ist. Was heißt kein geeigneter Arzt? Nun, Sie haben doch alle kein eine Arzt. militärische Ausbildung dafür, oder nicht? Ja, So, ein Willi, psychiatrischer Sie Anliegen ist doch was steigen völlig jetzt in anderes. den Heli ein.
Ich hatte in die scheiß Ja. Knarre beim Kopf. Der steigt User mit ein joined und your die bringen channel. diesen scheiß Kollegen jetzt in die Hallo? scheiß Anstalt, wo er sich Das hätte heilen ich nicht kann. unter. Ich glaube, ihr Leben ist ihm Sound wichtiger, muted. als dass er nicht in die scheiß Mann, der Anstalt ist oder reinkommt. so schon. Er will auch in die Klaps, aber darf nicht. Ja, ich darf nicht. Es tut mir leid. Und er kann's nicht. Komm schon, Weil ich keiner mehr Kollege. arbeiten kann. Wir würden dir auch Ja. ein. Pass auf, wir würden dir ein Fuffi auf deinen Nacken packen, dass du ihn mitnimmst. Scheiße, was will ich denn mit ihrem Kleingeld, Sir? Das ändert doch Okay, nichts an der wir machen Situation. daraus 10.000. Ja, behalten Sie Ihr Kleingeld, verdammte 10.000, Scheiße. komm. Hören Sie, selbst 10 Millionen ist Kleingeld für mich, das interessiert mich nicht. Wie viel wollen Sie denn dann? Ich brauche kein Geld von Ihnen. Ich will, dass Sie verstehen, dass Kerzer kein geeigneter Arzt im Dienst ist, der Ihr Anliegen behandeln könnte. Dann sagen Sie uns doch, wen wir uns dafür ansprechen müssen, Mann. Ja, auf dieser Insel ist keiner vorhanden, wollen Sie, oder können Sie das nicht verstehen? So, Sie bringen den Kollegen jetzt in die scheiß JVA oder es Das wird werde ich nicht, knallen. Leck Sir. mich doch am Arsch, Mann. Das wird schon funktionieren. Ich steige jetzt Ja, mit uns in das den sehe ich Heli und anders, bringe den in Sir. die Anstalt. Das kann ich nicht. Wollen Sie das nicht Nennen Sie verstehen oder einen können Sie Namen, es der das nicht? kann. Keiner auf dieser Insel. Ey, Wieso gucken verstehen Sie Sie das mal. nicht? Herr Wondka. Ja, kennen wir uns? Nee, aber ich kann Ja. auf Ihrem Overall lesen, wie Sie heißen. Also daher. Scheiße, wir haben keine Namen auf dem Overall. Da steht ein scheiß Name auf dem Doch. Kennschild, Mann. Das haben Sie sich doch jetzt ausgedacht, verdammte Scheiße. Okay, also kurz, und es steht auf meiner Rechnung, Ja. wollte ich noch kurz dabei gesagt haben. Welche Rechnung? Ich habe Ihnen keine Ich denke mal, gegeben. Sie Ich brauche sind Ihr heute Kleingeld noch. nicht. Sie haben mir eine scheiß verfickte Rechnung für diese Schmerzmittel gegeben, Mann. Die waren umsonst. Gern geschehen. Alles klar. Also, kurz, dass ich jetzt dazwischen rede. Ich denke mal, Sie sind Ja. ja heute noch ein bisschen länger im Dienst. Oh, da will ich mich nicht drauf verlassen. Wir gehen jetzt davon mal aus. Könnten Okay. Sie, wenn soweit ein Medic, der fähig und dafür zuständig ist, Leute in die Ja. Klapse zu schicken, Weil wir uns vielleicht unfähig anschreiben? sind. Was? Sie Könnten Sie anschreiben? uns dann Scheiß drauf, vielleicht mach ich nicht. Nee, anschreiben? sowas mach ich nicht, Sir. Meine Frage. Haben Sie Ja. irgendwelche Schmerzen an den Fingern oder wieso wollen Sie uns noch niemals eine Textnachricht Er hat schicken, wenn Schmerzen im Sir. Kopf, Mann. Spätestens Ja, wenn Sie sein haben es Kopf frei erfasst. ist, dann hat er Schmerzen. Ja. Also, Eigentlich nicht. Danach könnten hat Sie man nie das wieder bitte machen? Schmerzen. Ich würde. Völlig Passen Sie auf, unmöglich, ich. Sir. Ist momentan ein Leitsteller im Dienst. Negativ, Sir. Wer ist denn momentan die Leitstelle? Es gibt keine Leitstelle, Sir. Wie viele Es gibt Kollegen immer. sind denn im Dienst? Schauen Sie doch ins Telefonbuch. Es müssten etwa 5 sein. Wer von denen ist der höchstrangige? Das bin ich, Sir. Dann Oh können mein Sie Gott, ja ey. auch wohl einen Ja. scheiß Ehren in eine scheiß Ehrenanstalt bringen, Mann. Das werde ich nicht, Sir. Wieso denn Warum? nicht, Mann? Weil es nicht in meiner Macht steht, Sir. Wieso wollen Sie das nicht verstehen? Ja, wer ist denn höher, wo es in der Macht steht? Ja, auf dieser Insel Also, derzeit keiner, Sir. Herr Wonka, also Kennen ich wir denk uns? mal, momentan. Mein Gott, ey, Rechnung, Mann! So, Oh, wenn Sie das sagen. ich denk mal. Ja. Sie sind ja hier der Höchstrangigste. So, Das und ich sagte denke ich mal, schon. bei hier der Polizei, bei ARA und was weiß ich, was für Organisation, Ja. ist wohl der Höchstrangigste für alles zuständig. Oh, wenn Sie das meinen. So, also dann denke ich mal, so aus Ja. Überlegung her und so weiter, können Ja, Sie diesen überlegen Herrn Sie. hier auch in die Klapse packen, oder nicht? Völlig unmöglich, Sir. Mein Gott. Warum haben Sie keine Rechte dazu, diese Scheiß?
Weil der Schwarm. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Ich habe jetzt So, verstanden. Sie sind die ich darf es Höchstrangige, nicht. aber weil sie schwarz sind, haben sie keine Rechte dazu. Weil sie selber So, Sie als haben es ja Irrer. auf den Punkt Ja, getroffen. Ich wollte es richtig. nicht sagen, weil es rassistisch klingt, aber Sie haben völlig recht. Meine Frage: Könnten wir das vielleicht auch bei der Polizei in Auftrag geben, dass der Herr, ja, in die Klapse kommt? Die würden Und dann genau müssen dasselbe Sie ja machen wie Sie. bestimmt. Ein Dispatch schreiben, dass ein psychiatrisches Anliegen vorliegt, welches von mir dann abgelehnt wird. Gern geschehen. Wenn Mein es Gott, ey. abgelehnt wird, dann ist ihr Kopf frei. Sie bringen den jetzt lieber Ja. in die scheiß Anstalt. Das ist völlig unmöglich, Sir. Jeder kann einen scheiß Typen in eine scheiß Anstalt bringen. Mit einem Bringen scheiß Sie uns mit, werden Sie Helikopter, noch den Sie Arzt und hier machen Sie neben Ihnen selbst mal auf die stehen Scheiße. haben. Ey, Kollege, Kollege. So, steck Ja, mal kurz die Waffe ja. weg. Wir machen Ja, das steck jetzt mal die Waffe einfach. weg. Wir rufen jetzt einen. Ich rede. Wir rufen jetzt Ich einen höre. Kollege von der Polizei an. Ja? Also Ja. nicht von uns einen Kollegen, sondern wir rufen allgemein die Polizei an. Die sollen einen Ja, ich Kollegen habe hier schon hinschicken. verstanden, Sir. Kein Grund, das auszuführen. So, und dann fragen wir den netten Herrn, ob er vielleicht uns weiterhelfen könnte, in dem Sinne mit dem hier. Aber sie Ja, der wird mit den sich dann an beiden mich kurz noch wenden und hier. ich Weil ich werde denke tun, was ich mal, Ihnen schon 5-mal gesagt habe, verdammte Scheiße. Mann, Mann, ey, leck mich doch kreuzweise am Arsch. Schicken Ja. Sie den Typen doch einfach rein, Mann. Ich sag's Ihnen nur Auch nochmal, wenn das sie ist völlig schwarz unmöglich, sind. Sir. So, jetzt sehen Sie auch, dass die Waffe schön durchgeladen ist für Ihren Kopf Ja. bereit, wenn Daran der habe ich mich Zünder nicht gehalten, in die Sir. scheiß Die Anstalt wenigsten kommt. Leute laufen hier mit Spielzeugwaffen rum. Also, wie heißt Ja. es? Wir wollen ja nur, dass unser Kollegen wieder gut geht und dass es wirklich Och, in das guten habe ich schon Händen mitbekommen, ist. Sir. Er wird Ganz bei mir ehrlich, den sonst Besten machen Sie enden. es. Ich werde es nicht Ja, dann tun, machen Sie es. Sir. Viel Ich Spaß. kann es nicht. Plus, weil Sie schwarz sind und Schokolade verkaufen, müssen Sie nicht vielleicht uns So sehen Sie Abendessen gleich machen. aus. In meinem Magen. Ja, das würde mir Meine sehr Frage, gefallen, Sir. könntet ihr Stücke jetzt mal Zeit. eure Rülpserei bitte in lassen hier? Ich bin in einem Er hat Gespräch. angefangen. So. Könnten Sie nicht einfach sich eben kurz darum kümmern, sodass es dem netten Herrn hier gut geht Auf und gar keinen Fall, wir Sir. alle. Herr Willy Wonka, drehen Sie sich mal um Kennen und wir schauen Sie, was uns? hinter Ihnen steht. Das werde ich nicht tun, Sir. Ich weiß genau, was Ja. hinter mir ist. Also, wie Ja, Sie kommen wir haben jetzt mich aus diesem bitten. Konflikt heraus? Ich würde sagen, ich kümmere mich um andere Notfälle, die es dringender benötigen als Sie. Wir brauchen aber auch Ihre Hilfe. Also daher. Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich Und Ihnen nicht ich helfen denke. kann. Ja, aber Sie haben. Ich denke mal, Sie haben ja so eine Ordnung so als Arzt unterschrieben, dass Sie Ja. halt jedem Typen, Verletzten und so Ja, weiter das werde ich helfen nach müssen. bestem Wissen und Gewissen tun. Ja, dann helfen Sie ihm! Völlig unmöglich. Ich glaube, der So, ist, dürfte als er. ich mich dann vielleicht mal hier zu Ja. diesem Vorfall äußern? Erstmal Ja, müsste das ich mich natürlich entschuldigen wäre gut. Ja, äußern Sie sich mal. Von Ihnen habe ich ja noch gar nichts gehört. für dieses rüpelhafte Verhalten hier von meinen Kollegen, ne? Ja, da haben Sie völlig recht. Sehr rüpelhaft. Gefällt mir überhaupt nicht. Das geht natürlich auch nicht. Bitte nimm du Entschuldigung. mal die Ja. Waffe runter. Wir brauchen den Mann hier nicht zu bedrohen. Ja. Aber, Von Ihnen lasse ich mich schon gar nicht bedrohen. Sieht aus wie ein aber Schildkröte oder er so eine ist Scheiße. schwarz. Ich weiß auf jeden Fall, mein Opa, der war auch mal Medic, der hat Ach, wie sehr schön. vielen Leuten hier auf dieser Insel und auch auf der Altesinsel geholfen. Ja, Und das freut soweit mich. Er ich war ein weiß, ehrenhafter Mann. Weil das die Klapse ist ja separat vom Krankenhaus, sie hat ja nichts mit Ja. dem Krankenhaus zu tun. Und als Medic kann man ja einen Fragebogen bzw. einen Bogen ausfüllen, in dem drin steht, warum der eingewiesen wird, wieso, warum sie es für gut halten, bla bla bla. Also müssten Sie Oh, wie das schön. theoretisch auch machen können.
Und? Und ich verstehe aber nicht, wieso sie uns anlügen oder wieso sie mich nicht einweisen wollen, weil ich meine, Also, ich weiß nicht, wann Ihr Opa bei uns im Dienst war. Das muss ja schon Jahrzehnte her gewesen sein, denn die Regeln haben sich geändert, Sir. Es ist nicht mehr so wie damals. Und ich kann Ihnen Sie nicht das einweisen, das ist völlig bezweifle ich. unmöglich. Ja, dann werden Sie selbst Arzt und Wieso genau schauen Sie mal. Ja, natürlich, ein psychisch labiles Wrack in den Ja. Notarztdienst. Also, sobald ich in so einem Helikopter fliegen würde, würde ich wahrscheinlich bei der erstbesten Möglichkeit gerade nach unten ziehen und dann in den Boden fliegen. Ich glaube, Das das nennt man wäre nicht gut. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, Sir. Das machen wir auch manchmal. Haben Sie irgendwie Langeweile oder? Absolut, Sir. Aber eigentlich habe ich viel zu tun, aber Sie halten mich ja hier ständig auf. Wollen Sie das nicht mal lassen? Ich sagte doch schon, ich kann Ihnen nicht helfen. Sie können ja auch machen, dass er in die Klapse kommt, dann Wir halten wir sie auch lassen jetzt nicht die länger ganzen Leute auf. hier verrecken. Ja, von mir aus habe ich was zu tun. Ja. Haben Sie Ja, sonst noch irgendwelche also ich Fragen, habe Probleme, gehört, Sie Beschwerden oder schicken. Sorgen, über die Sie mit mir sprechen möchten? Ich fasse das als ein Nein auf. Jungs, kommt, wir gehen zu einem fähigen Medic und nicht zu Ich bin diesem der Herrn. fähigste, Sir. Ich hoffe mal, der ist. Was? Was sagen Sie? Ich bin der fähigste hier. Merken Sie sich das? Also ich glaube, das bezweifle ich jetzt so ein bisschen. Ja, Sie können zweifeln, so viel Sie wollen, aber an den Tatsachen wird sich nichts ändern. Weil dann würden Sie den Typen hier in scheiß Psychiatrie stecken, Mann. Nein, das will ich nicht. Meine Frau, welches Dienstgrad muss man haben, dass man Leute in die Psyche schicken kann? Fünf. Und Sie sind? Vier. Wann kommt Ihre Ausbildung zu 5? Sonntag. Sollen wir bis Sonntag warten, Jungs? Das Bevor kann ich Ihnen Sonntag nur ist, frisst er empfehlen. eine Kugel. Das Ja. bezweifle ich, Sir. Können wir nicht eine Ausnahme machen, der Herr? Absolut unmöglich, Sir. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen, oder? Kann ich mich jetzt endlich um echte Nee, Sie können Notfälle hier stehen kümmern? bleiben. Nein. Wir reden gerne mit Ihnen, also daher. Ja, aber ich Soll ich den langsam nicht mehr so Helikopter gerne mit Ihnen, klauen? denn wir drehen uns im Dankeschön. Kreis. Darf ich den Helikopter fliegen? Absolut unmöglich, Sir. Bitte. Darf er Ja, mal aber mitfliegen? Sie sind nicht mehr fähig dazu zu fliegen mit Ihrem Zustand. Kann er denn nicht mal mitfliegen, sodass er mal Eindrücke bekommt, wie sie sich so ein Heli fliegt? Absolut unmöglich, Sir. Also, ich muss mich dann jetzt auch wieder um echte Notfälle kümmern. Aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß. Nein, Sie Und wenn bleiben Sie es hier, warten eilig bis mein haben, Kollege jetzt ein bisschen empfehle ab ich Ihnen 5 mal auf sind. die andere Insel Ja, komm, vorbeizuschauen. Dort sind der Herr, deutlich mehr gehen Ärzte Sie, komm, anwesend. Ich bin gehen auf Sie, dem Weg. Auf verbrennen Sie Wiedersehen. Blut und haben Sie einen schönen Ah, Tag. gleichfalls, Herr. Auf Wiedersehen.